Lohnt sich arbeiten gehen überhaupt noch? Das Bürgergeld wird ja ab 2024 erhöht. Und bei so manchem entsteht der Eindruck, dass man mit staatlicher Unterstützung entspannter lebt. Die Diskussion des Tages gleich bei uns und das sind die weiteren Themen. Ja, mehr Ausbildung und Fachkräftesuche im Ausland, das sollen aus Sicht der Wirtschaft also die Patentrezepte sein. Und wie das in der Praxis funktioniert und sich für alle Beteiligten anfühlt, das können zwei junge Männer erzählen. Sie haben ihre Heimat Vietnam verlassen und eine Zukunft in Halle gefunden. Ja, und worüber heute noch gesprochen wird in Mitteldeutschland, das erfahren Sie jetzt in unseren aktuellen Kurzmeldungen. Um Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Fußballstadion die rote Karte zu zeigen, gibt es ja viele Initiativen und Projekte. Und ganz vorn mit dabei der Verein Athletik Sonnenberg. Und dieser wurde jetzt mit dem Julius-Hirsch-Preis des Deutschen Fußballbundes ausgezeichnet. Wir gratulieren dem Verein und zeigen mal, wie er arbeitet. Städte illuminiert und was auch dazu gehört, Weihnachtsmärkte mit gemütlichen Ständen. Und viele der Weihnachtsmarkthütten kommen übrigens aus der Börde. In Wandsleben, da werden aber nicht nur Buden gezimmert, da entstehen auch Kunstwerke. Feiern, tanzen, lachen, einfach zusammen sein und das Leben miteinander genießen. Die Dorfschenke in Ingersleben in der Nähe von Gotha war ein Zentrum der Geselligkeit. Aber das Gebäude ist in die Jahre gekommen und eine Sanierung, vor allem des Daches, ist dringend notwendig. Aber wer soll das bezahlen? Ein Förderverein kämpft jetzt für eine bessere Zukunft des alten Hauses. Wer in Dresden auf die andere Elbseite will, muss in dieser Woche noch ein paar Minuten mehr einplanen. Der Tunnel an der Waldschlüsselbrücke ist bis Donnerstag teilweise gesperrt. Julia Grünwald ist für uns live in Dresden. Läuft denn der Verkehr trotzdem reibungslos, Julia? Ja, und um richtig kleine Hütten, in denen man sogar leben kann, darüber berichten wir morgen, nämlich über Tiny-Häuser. Wir wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Tag. Hier geht's jetzt weiter mit Elefant, Tiger und Co. Und ab 16 Uhr bringen Sie dann die Kollegen von MDR um 4 auf den aktuellen Stand. Wir freuen uns morgen wieder auf Sie, pünktlich 14 Uhr hier bei MDR um 2. Tschüss, bis morgen.